Herzlich willkommen zum dritten Part von Minecraft Moneymaker. Bewertet das Video und jetzt viel Spaß. Wie geht es unseren Lieblingsmodus? Moneymaker. Zack. Okay. Ich muss bei Spider-Man mit Badline spielen jetzt. Oh. Ich habe jetzt inzwischen schon 36 Milliarden. Und das Gorilla von der letzten Folge ist auch entfernt. Das bedeutet, wir könnten jetzt eigentlich schon den nächsten kaufen. Ich habe kurz mich überrascht, weil ich so teuer ist. Zack, wir könnten jetzt halt erstmal den hier einstellen. Oh, ich muss erstmal alle Effekte aktivieren. Schon ganz vergessen. Du bist auch aktiviert. Du auch. Und du auch. Okay, jetzt könnten wir den Arbeitsplatz viel günstiger verbessern. Ich würde jetzt einfach mal so krass verbessern, wie wir konnten. Ah, wir haben's. Oh, nee, haben wir doch nicht. Wir können jetzt den hier reinmachen. Bei denen aktivieren auch den Effekt. Oh. Ich produziere seit fast 5 Millionen die Sekunde, aber mein Lohntransport ist bei 1,7 Millionen pro Sekunde und mein Banktransport 1,3 Millionen. Ich habe einen fetten Bottleneck erschaffen. Ich glaube, ich schaue jetzt mal, habe ich jetzt eine neue Aufgabenlevel-File? Nee. Ich könnte jetzt halt erstmal meine ganzen Booster mal aktivieren. Ich habe jetzt wahrscheinlich nicht mehr, nee, ich habe jetzt nicht mehr so einen krassen. Okay. Jetzt gehen wir in die Mine, ne? Let's go. So, wir haben jetzt halt 11 Milliarden. Ich würde jetzt halt den Transportanbieter hier upgraden. Der Effekt ist noch nicht aktiviert. Ich würde den jetzt nehmen und den Effekt auch aktivieren. Arbeitsplatz verbessern. Ich würde erstmal vielleicht 10 mal. Wie viel packt er jetzt? 5 Millionen. Okay. Der Banktransport muss jetzt nochmal upgraden. Zack. 3. 9 Millionen. Okay, jetzt würde ich noch sagen, graden wir den vielleicht nochmal ab. 11 Millionen. Produktion ist jetzt halt am schlechtesten, sage ich jetzt mal. Können wir die jetzt auch noch upgraden? Geht es? Ja. Okay. Jetzt würde ich aber den Minentransport mit einem anderen Mitarbeiter suchen. Kann ich hier? Hier? Nicht. Doch, 100% Fahrgeschwindigkeit. Das ist krass. Habe ich schon kurz gedacht. Kann ich nochmal? Nee, 3 Milliarden. Okay. Uns fehlt nur noch ein Block und dann können wir in die Kohlemine rein. Dieser Block ist unser Ausgewählter. 5000, let's go. Jetzt müssen wir in die Kohlemine. Wo können wir das machen? Ich habe gerade 500 Trillionen von einem Block bekommen, Leute. Ich bin jetzt komplett drin. So. Zurück. Ich habe 80 AA. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Aber es ist krass. Mehr Ertrag. So, alles wird maximal verbessert. Steht auch schon. Ja. Alter. Nochmal ein Geröll freispringen, bitte. Und jetzt hat einen neuen Minenarbeiter. Nee, weißt du was? Den hier? Nee, so machen wir das nicht. Hier kommt ein blauer rein. Boah, da ist, habe ich jetzt da ausgewählt? Ja, das ist doof. Wenn wir den jetzt hier machen, weg, zack. Jetzt kommt hier ein normaler Minenarbeiter rein, in blau. Dann haben wir den hier, der bringt 125 Ertrag. Der hier bringt 175 Ertrag, das weiß ich. Ja, und jetzt machen wir hier den hier, die Minenarbeiter rein. Jetzt kann ich hier den da rein machen. Jetzt haben die beste Leistung auf den hier. Das ist halt das Krasse. Mir fällt dir gerade auf, was ist das für eine Steigung? Hier verdiene ich 2,2 Milliarden pro Sekunde. Und hier 23 Milliarden pro Sekunde. Leute, dieser Minecart ist so krass, dass er selbst hier auf 0% ist. Beim letzten, ich verdiene hier gerade 7,5 Milliarden. Auf einmal hier, aber der ist zu 0% unterlast, wie krass. So, wir haben 133 AA. Ich war jetzt gerade noch mal in der Mine. Ich könnte noch mal gucken. Mein Bankarbeiter ist gerade auf Level 285. Ich hätte da noch Verbesserungen. Ja, okay, ich mache jetzt erstmal einen, der geringer kostet, sogar verbessern. Dann mache ich den mal 50.
10. Ja, ich mach den auf jeden Fall krasser. Jetzt kann ich schon 137 Trillionen mit denen fahren. Laufgeschwindigkeit kann ich auch nochmal erhöhen. Zack. Laufgeschwindigkeit ist erhöht. Effekt ist aktiviert. Okay, ich habe jetzt hier alle Effekte, die ich aktivieren konnte, aktiviert. Ich verdiene wieder sau viel. Also hier ist schon wieder 190 Milliarden drin beim nächsten. Ich habe noch 30 Minuten, dann ist das nächste Geröll entfernt. Und in meiner Profilübersicht könnt ihr jetzt ja auch inzwischen schon mein Level sehen. Mit meinen Adonis. Okay, aber meine Statistik, ich bin schon in Top 17%. Und mein Idle Cash liegt bei 26,82 Milliarden pro Sekunde. Das Problem ist, ich muss jetzt noch warten, bis das Geröll entfernt ist, dass ich dann wieder warten kann, bis ich mehr Geld habe, dass ich noch mehr Arbeiter upgraden kann. Also, bis ich wirklich eine Trillion verdiene, dauert es wahrscheinlich noch ein bisschen. Dennoch würde ich vielleicht meinen Lohntransport auch noch mal ein bisschen upgraden, dass ich da auch noch mal, okay, nevermind, ein bisschen besseren Stuff habe. Deswegen würde ich sagen, ich verkaufe ein paar Arbeiter. Die sind zwar fast, also die sind nichts wert, aber trotzdem, ich verkaufe sie jetzt einfach mal. Dass ich die verkauft habe und dass ich die nicht brauche. So. Geht es mal weiter in die Mine. So. Wir haben wieder gut was an Cash verdient. Ich habe jetzt keine Ahnung, das dauert immer nur 23 Minuten. Leute, wenn ihr das nächste Mal zuschaut, dann werden wir wahrscheinlich wieder ultimativ viel Geld bekommen. Leute, das war's aber jetzt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne eine positive Bewertung da. Abonniert den Kanal und tschüss.